Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und in diesem Video zeige ich dir, wie du dir die Anzahl der einzelnen Wirbelkörper einprägen kannst zu den 5 unterschiedlichen Wirbelsäulenabschnitten. Es gibt ja 5 Abschnitte, ganz kurz zur Wiederholung. Der erste Abschnitt, die Halswirbelsäule, dann die Brustwirbelsäule, danach folgt die Lendenwirbelsäule, das Kreuzbein und ganz am Ende eben das Steißbein. Und ich möchte dir in dem Video zeigen, wie du dir mit Hilfe des Zahlbildsystems ganz einfach diese Ziffern einprägen kannst, dass du sie dir auch langfristig einprägst, denn manchmal ist man vielleicht in der mündlichen Prüfung, in einem Examen, in der Klausur dann doch ein bisschen aufgeregt und kommt durcheinander, weil man vielleicht in anderen Bereichen sich auch schon Zahlen und Ziffern einprägen musste. Und ja, falls du dieses Zahlbildsystem noch nie gehört hast, dich noch nie damit beschäftigt hast, hier oben verlinke ich dir mal das entsprechende Video dazu. Da kannst du dir das System nochmal ganz in Ruhe anschauen und das dann auch für andere Bereiche bei Konzentration, überall wo Ziffern dann vorkommen, anwenden. Okay, also wie gesagt, es gibt diese 5 Abschnitte. Fangen wir beim oberen Abschnitt an, der Halswirbelsäule. Und du könntest dir jetzt vorstellen, wie an deinem Hals lauter 7 Zwerge umherrennen und das kitzelt richtig oder die pieksen dich, dann tut es vielleicht weh. Also stell dir vor, wie um deinen Hals die 7 Zwerge herumrennen. Damit, mit dieser kleinen Szene oder Geschichte, kannst du dir schon mal einprägen, okay, am Hals die 7 Zwerge, es gibt 7 Halswirbel. 7 Zwerge, das klingt ja schon nach 7, also kannst du dir so mit den 7 Zwergen merken, es gibt 7 Halswirbel. Falls du dir jetzt noch einprägen möchtest oder dir noch nicht geläufig ist, dass man die einzelnen zervikalen Halswirbel mit C1 bis 5 abkürzt, also dass man das immer mit einem C abkürzt, könntest du dir vorstellen, dass die 7 Zwerge noch mit einem Boomerang spielen und sich so vielleicht ihre Zipfelmützen abschießen. Mit diesem Boomerang kannst du dir vorstellen, da ist er so geformt wie das C, dass eben die Halswirbel mit C und dann die entsprechende Ziffer abgekürzt werden. Ich denke, für die anderen Abschnitte brauche ich das mit dem Buchstaben nicht zu erklären, weil das ist, denke ich, bekannt oder du kannst das ganz einfach herleiten, dass bei der Lendenwirbelsäule es dann immer mit L abgekürzt wird. Okay, als nächstes kommt jetzt die Brustwirbelsäule, die Brustwirbel. Und da könntest du dir vorstellen, wie ein Geier dir in die Brust oder in den Bereich von der Brustwirbelsäule hereinpickt oder rumläuft und dich aufkratzt. Und das findest du natürlich blöd und nimmst ein Gewehr und vertreibst ihn mit diesem Gewehr, schießt vielleicht in die Luft, wie auch immer, oder du triffst ihn. Und so, ja, weißt du und kannst dir einprägen, dass die Brustwirbel oder dass es eben 12 Brustwirbel gibt. Wie haben wir uns das gemerkt? Das Gewehr sieht ja so aus wie ein Strich und das Gewehr auch in unseren ganzen Merkvideos steht immer für die 1. Der Geierhals hat so einen geschwungenen Hals, was eben der Form von der 2 entspricht. Und so haben wir uns die 1 und die 2, also 12, eingeprägt. Und damit kannst du dir einfach alle mal merken, es gibt eben 12 Brustwirbel. Und so ist es auch in unserem Lernpaket oder in unseren anderen Merkvideos oder Gedächtnispalästen. Und so kannst du es auch machen. Das empfehle ich dir, immer für die gleichen Ziffern, für die gleichen Bilder, die du dir einprägen möchtest, immer das gleiche Bild zu nehmen. Dann kommst du nicht durcheinander. Und ja, es ist von großem Vorteil. Okay, weiter geht's. Gehen wir noch weiter runter zur Lendenwirbelsäule und du bist vielleicht so verspannt und versuchst dich mit der einen Hand, mit deiner eigenen selbst zu massieren. So meinst du schon. Wir haben uns ja mit der Hand massiert an der Lendenwirbelsäule, dass die Hand nach unserem Zahlbildsystem immer für die 5 steht. Wegen den 5 Fingern kann man sich ganz einfach merken. Und so weißt du, okay, Lendenwirbelsäule, da wo du dich schön massiert hast, die besteht eben aus 5 Wirbeln. So, wenn wir jetzt noch weiter nach unten an der Wirbelsäule wandern, zum Kreuzbein hin, da bist du vielleicht genauso verspannt vom vielen Lernen und Sitzen am Schreibtisch und massierst dich auch hier mit deiner Hand. Und eben wie bei der Lendenwirbelsäule kannst du dir auch merken, weil wir uns da auch wieder mit der Hand massieren, dass eben das Kreuzbein aus 5 sakralen Wirbeln besteht. Ja, und hier ist es eben noch so, dass die 5 Sakralwirbel eben zum Kreuzbein verschmolzen sind. So, und jetzt am Ende der Wirbelsäule bleibt nur noch das Steißbein. Dort findest du eben rudimentäre Wirbel. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das können so normalerweise 3 bis 5 rudimentäre Wirbel sein. Und wie kannst du dir das merken? Du könntest dir jetzt vorstellen, wie du mit der Hand und deinem Arm vielleicht immer weiter dich da unten massieren möchtest, dir irgendwann aber zu kurz ist und du dir zur Hilfe einen Dreizack hernimmst. Und mit diesem Dreizack kannst du dich jetzt vielleicht auch noch weiter unten massieren oder jucken und bloß nicht abrutschen, sonst könnte es wehtun. Du merkst auch in unseren anderen Videos, manchmal mache ich so einen kleinen Scherz, weil man sich damit die Dinge einfach ja noch viel einfacher und besser einprägen kann. Und ich kann dir auch empfehlen, sich die ganzen Sachen möglichst extrem, lustig, verrückt, brutal vorzustellen.
weil man sich die Sachen dann einfach, und das hast du bestimmt auch schon öfters hier auf unseren YouTube-Kanal gehört, sich dann einfach besser, einfacher und langfristiger einprägen kann. Also mit dem Dreizack und der Hand haben wir uns also eingeprägt, dass es 3 bis 5 Wirbel am Steißbein gibt. So, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Mit den 7 Zwergen haben wir uns gemerkt, es gibt 7 Halswirbel. Mit dem Gewehr und dem Geier an der Brust haben wir uns gemerkt, es gibt 12 Brustwirbel. Dann an der Lendenwirbelsäule, kannst selbst nochmal überlegen, wie viele Lendenwirbel haben wir. Genau 5 Stück, das haben wir uns gemerkt, dass wir uns mit der Hand am Lendenbereich massiert haben. Wir sind dann noch weiter runtergerutscht, haben uns damit gemerkt, dass das Kreuzbein eben auch aus 5 verschmolzenen Wirbeln besteht. Und am Ende beim Steißbein haben wir uns noch mit dem Dreizack und der Hand auch eingeprägt, dass es eben dort 3 bis 5 Wirbel gibt. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass gern Daumen nach oben da. Ich habe auch erschreckenderweise gesehen in den Statistiken von YouTube, dass über 85% von euch die Videos zwar schauen, aber noch gar nicht den Kanal abonniert haben. Also es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, auch unseren Kanal zu abonnieren. So unterstützt ihr uns oder mich damit, würde mich freuen und ja, gerne auch das Glöckchen aktivieren, dann verpasst ihr auf jeden Fall kein Video mehr. Ja, und ich versuche auch jetzt in Zukunft wieder regelmäßig jede Woche ein Video hier hochzuladen. Falls du sonst noch Themenvorschläge hast, schreib es gerne in die Kommentare. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, falls du dieses Zahl-Bild-System in anderen Bereichen schon angewandt hast. Bericht gern von deinen Erfahrungen und ja, in diesem Sinne viel Erfolg weiterhin beim Lernen und beim Ausprobieren und Anwenden von diesem Zahl-Bild-System. Und ja, viel Erfolg weiterhin, mach's gut, ciao!